komplett papierlos. Geht nicht, gibt's nicht, sagt Sebastian Kretz. Er ist Geschäftsführer Sebastian Kretz Garten und Landschaftsbau. Und wir starten jetzt mit einem kleinen Powerpitch, wenn man so will. Sebastian, komm, gerne auf die Bühne. Magst du noch zwei, drei Worte zum Film sagen? Ja, das sollte nur mal so eine kleine Einstimmung sein, einfach auf das, was unser Unternehmen so baut. Also wir sind ein Unternehmen im Lahn-Dill-Kreis, 100 Kilometer nördlich von Frankfurt, Dillenburg. Wir haben 18 Mitarbeiter und ja, sind in der Digitalisierung schon sehr weit vorangeschritten und deswegen können wir darüber, denke ich, gleich ein bisschen uns unterhalten. Dankeschön, Sebastian. Lahn-Dill-Kreis hast du gesagt. Genau. Kommt mir bekannt vor, ich bin Gießen Abi gemacht. Ja. Lahn-Görlitz aufgewachsen. Daneben. Ja. Sebastian, schön, dass du da bist. Danke. Vielleicht sollten wir damit einsteigen nochmal, welche Rolle generell spielt denn die Digitalisierung aus deiner Sicht beim Garten- und Landschaftsbau? Ja, ich finde das eben deswegen interessant, weil es gibt ja gerade im Garten- und Landschaftsbau, das weiß ja jeder, der es auch macht, so viele Abläufe, die man einfach nicht automatisieren kann. Jeder Garten ist unterschiedlich. Die Herangehensweise an alle Projekte ist eigentlich fast immer unterschiedlich, zumindest was die Arbeitsweise eben angeht. Wie komme ich in den Garten rein? Wie muss ich mich da durcharbeiten? Und diese ganzen, ja, ich sag mal jetzt praktischen Dinge auf der Baustelle, da gibt es, wie gesagt, viel, was man nicht automatisieren kann. Aber deswegen war es für mich eben umso wichtiger, die Dinge, gerade was Abläufe angeht, intern im Büro, in der Auftragsvorbereitung, in der ganzen Abwicklung, dass man da möglichst viel eben automatisiert, sage ich jetzt mal, und dadurch natürlich digitalisiert. Und deswegen war das von uns von Anfang an einfach ein ganz großes Thema. Wann hast du denn damit gestartet? Und da gab es ja wahrscheinlich auch einen Grund dafür, dass du gesagt hast, so analog geht es nicht weiter. Also ich sage mal so, wir haben 2012 angefangen. Und also das Unternehmen, im Grunde genommen hat mein Großvater das Unternehmen gegründet, 1955. Dann hat mein Vater das später übernommen. Und 2012 haben wir aber komplett uns quasi ausgegliedert und eigenständig weitergemacht, haben die Bereiche aufgeteilt. Dass mein Vater eben die Pflege gemacht hat und wir den Bau. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir komplett neu angefangen haben und gar nichts da war. Es war auch schon eine Software da, mit der wir gut arbeiten konnten. Für mich war aber das gerade wichtig, 2012 direkt damit anzufangen, weil ich eben auf der Baustelle mitarbeite und dadurch einfach vieles von unterwegs aus auch handeln können musste. Ja, und deswegen war klar, wir müssen da viel mit digitalen... Es ging nicht. Du wolltest es machen, aber es ging noch nicht. Nee, es ging schon, aber ich wollte es eben noch besser machen. Sagen wir so. Was waren da so konkret die ersten Projekte und wie habt ihr die dann umgesetzt? Also die ersten Projekte waren eigentlich die Software. Wir arbeiten da mit der Firma Dataflor, die eben noch weiter voranzutreiben und noch mehr Module, die uns einfach helfen, da einzupflegen.
Wir haben dann eben angefangen, einmal konkret die Software zu erweitern, aber dann auch zu gucken, wie geht das auf der Baustelle, was können wir auf der Baustelle machen. Das heißt, wir haben in 2014 schon angefangen mit digitalen Tagesberichten. Das heißt, dass es überhaupt kein Tagesbericht mehr auf Papier in dem Sinn gab. Dann haben wir mit digitalem Aufmaß ging es dann weiter. Mittlerweile nutzen wir auch zur Fahrzeug- und Geräteortung Beacons und GPS-Sensoren, die wir dann auch zuteilen können und immer eben sehen können, wo was ist. Seit letzten Jahr haben wir auch eine Schnittstelle für die FIBU. Das heißt, wir können auch da die Daten an das Steuerbüro digital übergeben. Und jetzt sind wir seit diesem Jahr sind wir dran, auch einen digitalen Posteingang. Den sind wir gerade am Testen, zusammen mit der Firma Dataflor. Genau deswegen. Ja, und 3D-Software haben wir auch. Das haben wir auch schon relativ früh. Ich glaube, das war 2015. Das heißt, dass der Kunde wirklich auch zu uns kommt und kann virtuell durch seinen Garten laufen. Also auch mit einer VR-Brille. Und um so einfach das schon im Vorhinein so ein bisschen besser visualisieren zu können und auch erlebbar zu machen, schon für den Kunden, bevor er überhaupt den Garten hat. Genau, VR haben wir schon im ersten Beitrag heute gehört. Ja. Aber wie konntest du damals, musstest du deine Mitarbeiter überzeugen oder waren die direkt Feuer und Flamme für die Idee? Ich meine, wir haben einen riesen Vorteil. Wir sind ein sehr junges Unternehmen, auch jetzt vom Alter her der Mitarbeiter. Und das ist schon insofern ein Vorteil, weil die natürlich jetzt, die Generation, die ist ja damit aufgewachsen. Also jeder hat ein Handy, Tablet und was weiß ich. Und deswegen war das gar nicht so schwer, jetzt da diese Dinge umzusetzen. Im Gegenteil, die waren alle heiß darauf. Und das hat im... Was ja gar nicht meine Motivation war dabei, aber man hat nachher gemerkt, so, dass das begeistert die Jungs irgendwie noch mehr, dass man jetzt auch digital da noch weiter vorangeht. Und du sagst, deine Mitarbeiter waren heiß da drauf. Wie heiß waren die darauf, ohne so möglichst papierlos zu arbeiten? Mal Hand aufs Herz, wie sieht das bei euch wirklich aus mit dem papierlosen Büro? Also natürlich, das ist jetzt ja nicht so, dass es bei uns keine Akten mehr im Schrank gibt. Ja, und auch nach wie vor gibt es Mitarbeiter, denen das schwerer fällt. Das ist aber, das sind zwei von 18, deswegen... Die sich dann die Sachen nochmal ausdrucken extra? Das, genau, das Eingescannte wieder ausdrucken oder auch lieber mit einem College-Block als mit einem iPad arbeiten oder so. Aber grundsätzlich natürlich gab es auch mal Fehler, auch jetzt am Anfang dann, wie man eben auf einem Tablet dann die Stunden eingeben musste oder eben das, was man gemacht hat. Am Anfang ging es auch nur über Tastatur, mittlerweile geht es ja über Auswahlfelder und alles ist ja viel einfacher. Und mittlerweile hat da keiner mehr Probleme mit, wirklich. Das heißt, egal jetzt was für eine Maßnahme, hast du da so einen Punkteplan? Das heißt, du sagst jetzt, das wird kommen, da gibt es vorab die Information, dann gibt es die Schulung, dann gibt es einmal einen Test, funktioniert das oder nicht? Und läuft das so ab? Und was ist, wenn du merkst, die können mit dem Tool gar nicht umgehen? Lässt du es dann sein oder prügelst du das durch? Genau, also an einem Beispiel kann ich das mal vielleicht erklären. Wir haben zum Beispiel diese digitale Bauakte eingeführt und das war, ich glaube, 2018. Und da habe ich diese digitale Bauakte eben erstmal ein halbes Jahr nur für mich selbst genutzt, um erstmal auch zu gucken, wo können Fehler passieren und wo muss man drauf achten. Und dann habe ich aber eben schon gesagt, okay, wir fangen ab 2019, Januar, gibt es hier keine Akten mehr. Ja, ich will wirklich alles nur noch in dieser digitalen Bauakte haben, alles, was zum Projekt gehört, da drin. Und das hat wirklich sehr gut geklappt und gerade auch bei den Mitarbeitern, wo ich die größten Bedenken habe, die sind mittlerweile total begeistert davon. Natürlich war so am Anfang die Phase schwierig. Ja? Oh, ich brauche aber noch einen Ordner, ich mache mir trotzdem noch einen Ordner für die Baustelle, ich muss irgendwie was haben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Gibt es denn Unterschiede bei deinen Mitarbeitern beim Thema Digitalkompetenz? Stichwort jung zu alt, das heißt, ihr seid generell jung, aber trotzdem? Also, ja, da muss man schon sagen, wir haben, ich sag mal, mein ältester Mitarbeiter, der ist jetzt, ich glaube, 56, dem fällt es am schwersten, das muss man schon sagen. Der stellt sich aber jetzt nicht deswegen dagegen. Also das Einzige, wo er drauf beharrt, ist sein College-Blog. Aber da habe ich auch gesagt, okay, ja. Ich habe ihm ein iPad besorgt, weil eigentlich alle Bauleiter das bei uns so machen. Es wird alles auf dem iPad eben notiert und dann wird es der Baustelle zugeordnet.
er beharrt halt auf seinen College-Block und das ist es mir auch nicht wert, dann da zu sagen, jetzt nein, du musst und das ist für mich okay. Also er braucht das Ding, den College-Block noch fürs Gefühl, aber... Ja, wahrscheinlich. Ja. Generell, also das wäre jetzt für dich kein Grund, weil ich hatte schon in der einen oder anderen Talk, da hieß es dann, wenn man merkt, das passt nicht mehr zusammen beim Thema Digitalisierung, dann muss man sich trennen, aber so weit musstest du nicht gehen, so weit würdest du auch gar nicht gehen. Überhaupt nicht. Ja. Nein. Also natürlich, wenn ich jetzt klar sage, wir müssen das so und so machen, ja, wir müssen unsere Tagesberichte auf dem Tablet schreiben, weil alles andere viel zu aufwendig und unwirtschaftlich ist und dann einer sagt, nee, das mache ich aber nicht, schreibe die auf den Zettel. Ich meine, das ist natürlich klar, dass das nicht geht. Du hast eben schon mal die digitale Bauakte angesprochen. Lass uns das mal konkret anschauen. Welche Vorteile bringt das System bei euch, gerade auch für deine Mitarbeiter? Und wie profitieren dann auch die Kunden davon? Also Vorteil ist einmal ganz klar, dass man sehr viel schneller Sachen wiederfindet. Und das war eigentlich das, wo ich damals gesagt habe, ich brauche, also wie so die Diskussion aufkam, digitale Bauakten, alle Akten weg, da habe ich gesagt, ich brauche irgendeine Akte, wo ich drin blättern muss, wo ich was suchen muss, das geht nicht. Mittlerweile sage ich, das geht anders nicht mehr, weil ich kann einen Suchbegriff eingeben zu irgendeinem Produkt, zu irgendeinem Pflasterschein und der sucht mir alles zu dem Projekt oder auch zu allen Projekten raus, was jemals zu diesem Produkt eben abgelegt wurde. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil, ich finde Sachen viel schneller wieder, ich habe alles super zugeordnet. Auch bei der Abrechnung passieren weniger Fehler, weil ich ja, wenn ich die Baustelle nachher schlussrechne, einfach nochmal gucken kann, was ist hier eigentlich alles abgelegt dazu? Ja, wo sind Lieferscheine? Sind alle berücksichtigt? Und der zweite Teil deiner Frage? Den habe ich auch selber vergessen. Ah, nee, ich weiß genau, was ich gefragt habe. Zum einen die digitale Bauakte, Vorteile für deine Mitarbeiter. Ja, Vorteile für Kunden. Und Vorteile genau, für Kunden genau. Ist natürlich genauso wichtig. Ja. Also ich finde das schwierig zu sagen, das ist ein klarer Vorteil für den Kunden. Ich glaube, unterbewusst schon, weil der Kunde einfach merkt, wir sind organisiert und ihm kann schneller geholfen werden, auch wenn irgendwelche Fragen oder Schwierigkeiten sind. Ja, wir finden alle Vorgänge zum Projekt schnell wieder. Stichwort lückenlose Dokumentation. Genau, ja. Und von daher, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Vorteil für einen Kunde, den er aber jetzt vielleicht bewusst gar nicht so als Vorteil herausstellen würde. Und jetzt lass uns mal über einen ganz anderen wichtigen Punkt sprechen. Die Digitalisierung hat ja auch Auswirkungen auf dein Image als Arbeitgeber. Wie beschreibt es mal, was das mit euch gemacht hat? Ja, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gemerkt, dass sie echt heiß darauf sind, wie wir dann damit angefangen haben. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass das hundertprozentig daran liegt, aber ich glaube, es ist schon mit auf jeden Fall ein Grund dafür. Wir haben echt keinen Fachkräftemangel und auch keinen Mangel an Auszubildenden. Also selbst ihr habt genug Bewerbungen? Ja, also wir kriegen sogar Initiativbewerbungen, ohne dass wir jetzt Stellenausschreibungen haben von guten Leuten. Deswegen, ich glaube, das ist mit ein Punkt, der auf jeden Fall dazu beiträgt, weil das ist ja, ich meine, man will sich ja heute immer mehr mit so einem Unternehmen identifizieren, ja, das ist ja der Punkt heute, man will überall zeigen, wo man ist, wo man arbeitet und wenn das natürlich dann ein Arbeitgeber ist und man sagt, hier, die sind auch innovativ und da geht es voran, sowas zeigt man ja dann auch lieber, deswegen glaube ich schon, dass das auch mit ein Grund dafür ist, würde ich schon sagen. Bespielst du das auch aktiv, das Thema, dass ihr so ein Vorreiter seid beim Thema Digitalisierung auf den verschiedenen Kanälen? Also jetzt wirklich intensiv mache ich das nicht. Mhm. Also natürlich sagen wir es schon auch und zeigen das auch, aber dass ich da jetzt irgendwie so sehr aktiv dran gehen würde, würde ich nicht sagen. Dann lass uns aber noch mal ein bisschen über die Technik sprechen. Welche Software, welche Apps benutzt ihr? Welche Hardware ist dafür nötig? Ja, also grundsätzlich arbeiten wir mit Dataflow zusammen, das habe ich ja schon gesagt. Und die bieten uns wirklich auch eigentlich mittlerweile fast alles. Also da gibt es jetzt auch, ich war eben noch bei denen, da ist jetzt die vierte App, die kommt jetzt raus, wo man einfach merkt, die beschäftigen sich echt damit, die wollen auch, dass es da weitergeht. Und vor allen Dingen bleibt halt alles in einem System. Was wir auch noch machen, ist GeoCapture, diese Fahrzeug- und Geräteordnung. Ordnung, was ja auch wieder dann mit Dataflow zusammenfließt. Auch das ist eine coole Sache. Gut, und ansonsten natürlich unsere IT, die uns da unterstützt. Ja, und
Natürlich muss man auch gucken, dass die ganzen Server und Rechner auch die passende Leistung haben, dass man auch da nicht spart. Jetzt hast du das ja damals angefangen, die Digitalisierung, weil du bestimmte Ziele hattest und jetzt immer noch hast und die Ziele entwickeln sich ja immer weiter. Kannst du uns die mal zusammenfassen, wo ihr gerade steht und wo du hin willst? Ja, also ich finde auch immer, sagen wir so, dieser Begriff Digitalisierung, ich habe nicht damals angefangen und habe gesagt, ich will uns komplett digitalisieren. Ich habe einfach, für mich war der Gedanke, wie kann ich, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, Abläufe effektiver machen und möglichst automatisieren. Und das finde ich, ist uns bisher in den letzten 10 Jahren wirklich sehr gut gelungen. Wir sind da eigentlich immer weiter vorangekommen. Und also es gibt natürlich Punkte, die ich noch angehen will. Zum Beispiel sind wir gerade da dran, wir kriegen eine neue Homepage und auf dieser Homepage ist ein Kundenbereich auch drauf. Das ist jetzt so das nächste Ziel, wo ich dem Kunden alle Sachen, quasi alle Dokumente zu seinem Projekt hinterlege. Er kriegt also dann einen Link dazu, ein Passwort, das ist sein Bereich und dann liegen in dieser Cloud quasi alle Daten, die seinen Garten betreffen. Das ist jetzt so das Nächste, wo ich, ja, wie gesagt, noch hinkommen möchte. Und ansonsten, ja, in kleinen Schritten weiter. Der Vorredner hat es ja schon gesagt, man weiß alles nicht, was noch so kommt. Aber man muss halt gucken, dass man dranbleibt. Kannst du vielleicht eine Handlungsempfehlung geben mal an andere Handwerker, die jetzt starten wollen? Stichwort jetzt, welche Projekte sollte er zuerst in Angriff nehmen? Wie sollte er dabei vorgehen? Und wo sollte er vielleicht auch das Wissen von außen beschaffen? Ja, also sehr wichtig finde ich, ist einmal eine gute, wirklich Grundsoftware zu haben. Das ist so der Punkt. Und da gibt es ja auch hier viele unterschiedliche Hersteller. Ich will ja gar nicht sagen, dass Dataflow allein das gut kann. Da gibt es ja auch andere gute. Und dann möglichst aber bei einem System bleiben. Das habe ich zumindest als sehr vorteilhaft empfunden. Und auch in kleinen Schritten das machen, aber auch keine Angst davor haben. Ich finde, das ist auch wichtig. Und ruhig auch, du hast es eben schon gesagt, auch die Mitarbeiter mitnehmen. Auch in Entscheidungen da ruhig einbeziehen und auch mal testweise vielleicht irgendwas machen und sagen, hier, das und das wollen wir gerade einführen. Wir probieren das jetzt mal. Was haltet ihr davon? Macht uns das wirklich schneller? Oder man muss ja auch nicht zwanghaft alles digitalisieren und sagen, Hauptsache, wir machen das, weil es digital ist. Manches passt einfach auch nicht zu einem Unternehmen und dann, finde ich, lässt man es auch besser. Das hatte ich eben Benedikt auch schon gefragt, ob er mal so ein Beispiel hatte, wo es nicht geklappt hat oder wo er erst nochmal gesagt hat, wir warten jetzt noch. Gab es bei dir auch so einen Punkt, wo du was schon wirklich fest eingeplant hattest, dann aber festgestellt hat, dass das nicht funktioniert im Moment zumindest? Ja. Also es ist nicht was nicht funktioniert, sondern es ist einfach in unserem Bereich, wo wir arbeiten, noch nicht sinnvoll, das umzusetzen. Das ist diese 3D-Steuerung in Baumaschinen, in Baggern, Raupen, wo auch immer. Und das ist was, wir haben das getestet und das ist wirklich super, aber das ist von der Investitionssumme für uns einfach so, dass wir sagen, das ist momentan noch nicht so, dass es sich für uns lohnt. Das heißt, was ist jetzt bei euch das nächste konkrete Ziel, wo du jetzt der Meinung bist, im Moment, das lohnt sich? Ja, wie gesagt, dieser Bereich für die Kunden, den ich gerne, wo wirklich jeder Kunde zu jedem Zeitpunkt auf alle Dokumente, was seine Baustelle betrifft, die natürlich für ihn auch wichtig sind, darauf zugreifen kann. Digitales Aufmaß und diese ganzen Dinge noch weiter auszubauen. Genau, und was mir auch wichtig ist und was wir jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt haben, dass die Mitarbeiter auf der Baustelle auch mehr in die Nachkalkulation mit einzubeziehen. Das heißt, ja, auf der Baustelle einfach mehr auch die das gezielt buchen zu lassen, was auf eine Position fällt, vom Zeitaufwand her und dass man dann auch nachher gucken kann oder dass die Mitarbeiter wirklich in Echtzeit auch sehen, ich habe eigentlich jetzt für die Position noch so und so viel Zeit, passt das nicht oder ja, dass die auch mehr ein Gefühl dafür kriegen. Und das ist jetzt auch gerade in dieser neuen App. Deswegen finde ich die auch sehr interessant für uns. Bist du eigentlich erstaunt, wir sprechen gleich nochmal ausführlich darüber in der Schlussrunde, dass es so die Digitalisierung im Handwerk so wenig bis jetzt fortgeschritten ist? Und merkst du das jetzt, seitdem du so ein bisschen Gas gegeben hast, dass die Unternehmen jetzt auch im Land-Dill-Kreis schon mal fragen, du, wie macht denn ihr das? Auf jeden Fall. Also die Frage kommt schon oft, wie habt ihr Dinge umgesetzt oder wer kann da helfen und so. Das bin ich auch gern bereit zu, weil ich finde, das ist ein Schritt, den wir einfach ja auch gemeinsam gehen müssen. Ich meine, Handwerk, ja, wir können ja zusammenhalten, man muss ja nicht gegeneinander arbeiten.
ich will nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass es da noch nicht vielleicht so schnell vorangeht, wie es gehen müsste, weil Handwerk natürlich was sehr Traditionelles auch ist und viele Betriebe ja auch schon sehr alt sind und schon sehr lange am Markt sind. Und in so einem Betrieb was komplett umzustrukturieren, ist ja wesentlich schwieriger, als wie es bei uns war, eigentlich, wenn man neu anfängt, dann Dinge schon direkt so anzupacken. Wenn du es nicht gemacht hättest mit der Digitalisierung, kannst du das ungefähr bemessen? Ich weiß, ich frage das viele hier, aber es ist ja ganz schwierig, eine Antwort drauf zu geben, was das in deiner Wirtschaftlichkeit quasi seitdem passiert ist oder was wäre passiert, in welche Richtung wäre es gegangen, wenn du es nicht gemacht hättest. Aufträge hat es ja auch vorher genug, das war nicht das Problem. Also ich glaube einfach, dass ich das so, wie ich es jetzt mache, überhaupt nicht machen könnte, weil ich arbeite immer noch mit auf der Baustelle und ich hätte ja ohne dass ich diese Dinge nicht digitalisiert hätte, überhaupt nicht die Möglichkeiten, von überall darauf zuzugreifen und auch zu reagieren, wenn es eben sein muss. Deswegen glaube ich, dass ich in der Form, wie ich das jetzt mache, das hätte überhaupt nicht realisieren können. Deswegen war das für uns absolut wichtig. Sebastian, erstmal vielen Dank. Du bleibst gleich bei uns sitzen für die Schlussrunde. Gibt es jetzt im Moment noch Fragen an Sebastian Kretz? Ansonsten, da hinten gibt es eine Frage. Moment, ich komme mal hinter. Macht ihr einmal das Mikrofon an? Oder habt ihr eins da hinten? Okay, dann komme ich einmal runter. So, einmal das Mikro für dich. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, welche Aufmaß-App benutzt ihr oder mit was macht ihr das Aufmaß, wenn es digital macht? Und zweite Frage wäre von der Website, welche Dokumente liegen denn da für den Kunden bereit? Also Aufmaß wahrscheinlich und was noch? Was ist spannend für den Kunden? Ja, also zu deiner ersten Frage, welche App? Wir nutzen da keine App, sondern wir messen mit einer Totalstation auf. Und da entsteht ja eine DXF-Datei, die wir dann in unser CAD-Programm einlesen. Und das ist auch wieder über Dataflow, die Software dann. Und damit können wir einen Mengennachweis eben machen aus der Zeichnung raus, was auch wieder dann an die Software gekoppelt ist. Und dann haben wir eine super Übersicht und diesen Plan, den kriegt nachher auch der Kunden als Aufmaßplan. Und dazu noch, wenn das kleinere Baustellen sind, kommt ihr dann auch mit einer Totalstation da auf? Also mittlerweile machen wir es bei fast allen Baustellen, weil wir einfach gemerkt haben, das geht sehr, sehr viel schneller. Und wir auch die Kolonnen auf der Baustelle eigentlich nicht damit belasten wollen, dass wenn die Baustelle fertig ist, dass die dann auch rumgehen müssen und aufmessen müssen. Klar, alles, was unter der Erde ist, messen die tagesgenau auf. Aber wir machen es eben jetzt so, dass der Bauleiter der jeweiligen Baustelle dann anschließend hingeht und alles so aufmisst. Und dadurch sind die Kolonnen auf der Baustelle auch entlastet. Die zweite Frage, was legen wir für den Kunden ab? Also das ist ja, da sind wir ja jetzt gerade dran. Also was wir für ihn ablegen, sind Fotos, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Mengennachweise. Also alles, was für den Kunden eigentlich wichtig ist. Natürlich auch nicht alle Fotos. Da muss man ja dann auch gucken, was ist wirklich auch wichtig, dass er das sieht. Und manches ist ja auch gut, wenn er es nicht sieht. Genau. Ja, so ein bisschen differenziert, ne? Ja. Okay. Ja, danke schön. Das war meine Frage. Gerne. Vielen Dank für die Frage. Dankeschön. So, wenn es sonst keine weiteren Fragen mehr gibt im Publikum, machen wir ganz kurz Pause. Ich sage an der Stelle Dankeschön, Sebastian.